Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Moment gibt es ja ganz, ganz viele Action-Cams auf dem Markt und ich habe heute hier die zwei Top-Varianten sozusagen. Und zwar einmal die DJI Osmo Action 4 und die GoPro 12. Nicht wundern, hier ist jetzt gerade der Max-Lens-Mod drauf. Wir haben allerdings ohne Max-Lens-Mod gefilmt, aber weil das Michis ist, wollte sie nicht, dass wir die ganze Zeit auf und ab machen. Aber alle Aufnahmen im Video sind ohne Max-Lens-Mod. Die Cam hier gehört dem Thomas. Thomas, danke schön, dass ich das heute testen durfte und hier im Namen von unserer Community, dass wir diesen Vergleich machen können. Der Vergleich wird ziemlich darauf hinauslaufen, wie gut einem einfach das Bild gefällt. Es gibt Leute, die sagen, hey, mir gefällt das Bild von der GoPro besser, weil einfach die Farben viel intensiver sind. Oder andere sagen, okay, DJI hat einfach bessere Preis-Leistung, dieses schnelle Dranklippen und so, das ist wertvoll für einen. Da sind die Meinungen ganz unterschiedlich, aber ich zeige euch jetzt beide Bilder einmal nacheinander, sodass ihr euch nur auf das Bild an sich fokussieren könnt. Und danach einmal die Bilder side by side, sodass ihr das so ein bisschen vergleichen könnt. Mit der DJI habe ich ein paar Aufnahmen mehr gemacht, weil ich einfach die noch nie zur Verfügung hatte. Und mit der GoPro 12 haben wir schon ein einzelnes Video gemacht. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Test nebenan. Ich habe ein paar Mal auch reingevloggt, dass ihr auch dann sehen konntet, hey, wie sieht das aus, wenn man da rein Vlogging-mäßig das Ganze macht, wie ist die Tonqualität und so weiter und so fort. Also eigentlich all das, was für uns Mountainbiker wichtig ist. Ich gehe gar nicht so deep dive in die Technik rein, sondern einfach nur, was gefällt euch besser für Mountainbike-Content? Viel Spaß beim Video. Oh, ist das normal? Ja, das ist normal. So, erste Testaufnahme, GoPro 12, 5,3K, 16:39, 30 FPS, Hyperview. Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Kennt ihr auch Ton? Nee, Ton kann ich 12er nicht. Ach so, Mist. So, Video, Leute. Wir sind jetzt mit der DJI Osmo Action 4 unterwegs. Hey! Einstellung genauso wie bei der GoPro. Das heißt 30 FPS, nur 4K, weil die DJI Osmo Action halt nur 4K macht. Das D-Log statt GoPro-Log, das heißt D-Cine-Log bei DJI. Ansonsten alles genau gleich, Weißabgleich und so weiter und so fort. Checken mal die Qualität ab. Ja, die Kurven gehen auch im Sitzen gut, ab dem ersten Sprung nicht mehr. Ja, gut.
So Leute, ich melde mich noch mal kurz von der Action 4, weil durch diesen Quick Release hier, ne, macht es das Ganze sehr, sehr einfach zwischendurch zu vloggen. Also das finde ich schon wirklich eine gute Sache. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut finde, weil das war so ein Punkt, der hatte mich eigentlich nie wirklich überzeugt. Hallo? 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 Weil ich dachte, das ist so, ach, wie oft macht man das schon? Aber das Ding ist, wenn man das zur Verfügung hat als Creator, nimmt man die Kamera definitiv öfter mal ab und vloggt halt zwischendurch, was glaube ich cool ist, weil es das Ganze einfach unkomplizierter macht. Ja, wir sind jetzt ein bisschen mehr gefahren mit der Osmo Action jetzt hier, weil wir nochmal ganz runtergefahren sind. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Videomaterial von der Kamera. Finde ich aber nicht schlecht, weil die GoPro, die kennt ihr ja schon vom GoPro Test Video. Und ich denke, für so einen kleinen Vergleich zwischen den Kameras reicht das Ganze schon. Sonst verlinke ich euch gerne nochmal das GoPro Video in den Kommentaren oder so im Angepinnten. Dann könnt ihr das direkt einmal checken und einmal vergleichen nochmal. So, wir fahren nochmal hoch, schauen dann nochmal. Oh je, ich glaube, der ist betrunken vor uns, Leute. Er fährt schon richtig. Er fährt richtig Schlangenlinien hier. Ich hasse einfach nur E-Bike-Fahrer. E-Bike-Fahrer sind so faule Schweine, ne? Das sind keine echten Mountainbiker, ne? Als echter Mountainbiker stellst du den Sattel auch extra so tief, wie ein E-Biker den hat. Um dann zu zeigen, du kannst trotzdem noch den Berg hoch. Jetzt haben sie es aber ernst gemeint mit dem Brett hier. Jetzt haben sie ein richtig dickes Brett hingemacht. So Leute, ich habe das Video gerade fertig geschnitten, deswegen kann ich euch natürlich auch erst jetzt Feedback geben, wie ich die Kamera so finde, denn am Flowtrail hatte ich das gerade ja alles erst abgefilmt. Ich weiß gar nicht so recht, wofür was ich mich jetzt entscheiden würde. Ich glaube tatsächlich, ich bleibe aktuell bei meiner GoPro 10. Ich weiß nicht, also ich finde persönlich die GoPro 12 und die Action 4 kann man miteinander irgendwie fast gar nicht vergleichen vom Bild. Es ist komplett ein anderes Bild, finde ich. Vielleicht muss man an den Einstellungen noch so ein bisschen feilen. Persönlich finde ich das DJI-Bild irgendwie auch schön. Ich finde das GoPro-Bild aber auch schön. Und ich könnte mich jetzt nicht sofort entscheiden, was ich besser finde. Also wenn ich eine von beiden Kameras hätte,
wäre ich so oder so happy. Beide sind gut. Mit beiden kann man gute Videos machen. Ich finde allerdings auch zum Beispiel, dass man immer noch mit einer GoPro 8 oder so auch gute Videos machen kann. Also ab der GoPro 8, wo die Stabilisation besser wird, finde ich, ab da kann man richtig gute Videos mit der Kamera machen. Davor ist die Stabilisation noch nicht so am Start, dass ich sagen würde, hey, das ist jetzt zeitgemäß. Die Dynamic Range wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Das konnte ich jetzt in meinem Test nicht ganz so gut testen, weil wir nicht so harten Sonneneinfall hatten. Allerdings wird das ein Sprung sein zur 10er, ganz klare Sache. Und auch Lowlight wird einfach besser sein durch den größeren Sensor im Gegensatz zu der GoPro 8, 9, 10. Aber ich glaube, dass auch eine GoPro 11 es immer noch richtig gut tut. Die GoPro 12 und das neue Farbprofil, das G-Log, finde ich unglaublich schwer zu bearbeiten. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick. Ich habe den Conversion Lab benutzt, ich habe alles benutzt, ich habe alles manuell gemacht. Finde ich eine schwierige Geschichte. Finde ich da bei der DJI schon besser. Ich glaube, ich hätte die Belichtungskorrektur noch etwas runterstellen müssen, weil doch oft das Bild schon ausgebrannt war. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet, weil ja auch gar nicht so krass die Sonne eingefallen ist. Allgemein kann man aber sagen, dass das GoPro-Bild straight out aus der Kamera irgendwie dunkler ist und bei DJI heller. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass die GoPro besser stabilisiert. Bei der Action ist es doch ein Ticken irgendwie mehr verwackelt, was ich bei so Actionaufnahmen jetzt prinzipiell nicht so schlimm finde, aber es fällt doch irgendwie auf. Ich wüsste nicht, für was ich mich entscheiden soll, Leute. Deswegen schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, für welche Kamera ihr euch entscheiden würdet und welche euch von dem Bild her jetzt besser gefallen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch irgendwie helfen bei der Entscheidungsfindung. Ich bin leider immer noch nicht schlauer, aber vielleicht können wir in der Community ein bisschen diskutieren. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich muss das Ding jetzt noch hochladen. Thank you.